Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid, kurz vor Silvester. Bald fängt das neue Jahr 2024 an und heute möchte ich mit euch diesen wunderbaren Silvesterbeutel machen. Wir haben hier eine richtig schöne bunte Tasche mit doppelten Oberteilen und Lederhenkeln. Ideal für den Besuch, ja, an Silvester, da kann man auch so schön was mitbringen. Er ist auch sehr, sehr formstabil, da weiter geht's nicht. Und auch in die Breite, da geht's ein bisschen weiter, aber nicht allzu weit. Also, er ist recht stabil. So, die Griffe, die verlinke ich euch unter dem Video. Die sind ganz einfach von Amazon bestellt, das sind so... Na, so Ledergriffe, die einfach angenäht werden. Aber sie tragen sich ganz, ganz toll. Ich hatte das Täschchen jetzt schon zum Einkaufen mit und habe es schon getestet. Also es passt gut was rein für ja, kleine Mitbringsel, fürs Feuerwerk, wer knallen möchte. Oder. Wer knallt, bitte vergesst nicht, räumt euren Müll wieder weg. Auch wenn das schwierig ist, gerade dann, wenn man ein bisschen was getrunken hat oder so, versucht dran zu denken, räumt euren Müll bitte weg. Machen wir auch jedes Jahr. Wir haben immer so Kinderfeuerwerk, aber das erzähle ich euch mal ein andermal. So, wir haben hier eine schöne große Tasche. Wie ihr seht, da passt ganz, ganz viel rein. Sie wird in einem Stück gearbeitet, also ganz gemütlich kann man die dann stricken. Der Anfang ist ein bisschen tricky, aber danach kann man das wirklich ganz, 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 ganz gemütlich stricken. So, ich benutze dafür von Gröndel die Cotton Quick Print. Das ist die mit diesem wunderschönen bunten Farbverlauf. So sieht sie aus. Also wie ihr seht, die ist schon traumhaft schön bunt. Ich tue jetzt mal meine Tasche weg. Achso, wir wollten ja noch die Maße. Stimmt. Ohne Maße ist das ja doof. Also, wir haben eine Breite von knapp 38 cm. Und eine Höhe von 34 cm. Ihr könnt sie aber natürlich in jeder Größe machen, wie ihr wollt. Macht einfach eine Maschenprobe, schlagt 10 Maschen an, strickt die glatt rechts, messt das und dann könnt ihr ganz bequem ausrechnen, wie viel Maschen ihr braucht. Ich habe jetzt bei meinem Beutelchen 83 Maschen pro Nadel. Stricken tue ich das Ganze mit der 3,5er. Dazu braucht man eine Nadel, ein Maßband, eine Schere und selbstverständlich unsere Wolle. So, jetzt nehme ich euch ein Stückchen weiter ran. Ich zeige euch das jetzt ein wenig in kleiner, da müsst ihr nämlich nicht so lange warten. Was ich euch alles zeige, ist alles wie auch bei der großen Tasche. Nur halt, ich habe da dann 83 Maschen pro Nadel genommen. Und das 80er Seil von der Rundstrick. Jetzt zum Zeigen werde ich das Nadelspiel benutzen. Einfach weil ich ja jetzt weniger Maschen anschlage, nur um zu zeigen, wie es funktioniert. Die Fertigstellung und so weiter, das zeige ich euch selbstverständlich an der großen Tasche. Es geht jetzt nur um den Anfang. Oder ich nehme das 50er Seil. Da mache ich noch eine Kindertasche. Ach kommt, ich mache noch so eine große. Ich nehme die 83 Maschen pro Nadel. So, wir machen eine Anfangsschlaufe. Die nehmen wir uns auf die Nadel. Zack. Jetzt legen wir beide Nadeln parallel nebeneinander. So. Nehmen unseren Faden. Wie ihr seht, ich habe wirklich nur ein ganz kleines Stückchen zum Vernähen dann gemacht, weil mehr brauchen wir nicht. So, ich habe jetzt die Nadel ohne Schlaufe unten und die mit Schlaufe oben. Ich gehe mit meinem Faden einmal um die Nadel, die keine Schlaufe hatte. Das ist Masche Nummer 1.
Also ich gehe von hinten nach vorne um die Nadel und wieder nach hinten weg. Jetzt nehme ich mir die Nadel vor, die schon die Schlaufe hatte, und gehe von hinten nach unten und lege den Faden nach hinten wieder weg, so dass sich dann hier zwischen den beiden Nadeln eine kleine Acht bildet. Wer möchte, kann am Anfang die Nadeln ein bisschen auseinanderhalten, dann habt ihr unten aber eine ganz kleine Gitterstruktur, unten im Boden. Wer da ein bisschen geübter ist oder das ein bisschen übt, kann die Nadeln ganz nah beieinander nehmen und dann habt ihr weniger Gitterstruktur. So, das sind jetzt zweimal Masche 1. Das machen wir jetzt nochmal. Masche 2, 3, 4, 5, 6. Wie ihr seht, wir schlingen das hier wirklich nur drumrum. 8, 9, 10, 11 und ich zähle immer nur die Maschen hier unten auf der Nadel, weil oben die mache ich ja gleich mit. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Also wir machen hier wirklich wie so ein S. Wir kommen von hinten, gehen einmal um die Nadel, gehen nach hinten wieder weg. Wir kommen bei der Nadel oben von hinten, gehen einmal um die Nadel und gehen nach hinten wieder weg. Wir schreiben hier S oder achten. Da seht ihr. Und so nehmen wir jetzt unsere 83 Maschen auf. Zählt bitte nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, weil dann müsst ihr die 83 verdoppeln, wenn ihr das so zählen wollt. Ich ziehe jetzt wirklich nur, ja, einmal im Prinzip immer die komplette Schlinge. Also immer, wenn ich hier komplett über beide Nadeln drum bin, ist das bei mir dann die nächste Maschenanzahl. Und da seht ihr schon, wie schön bunt das auf der Nadel wird. Ihr könnt diese Tasche übrigens mit jeder Wolle machen, die ihr gerne wollt. Ich nehme jetzt Baumwolle einfach, weil ja, es ist für eine Tasche schon formstabiler. Poly dehnt sich sehr stark aus, da müsst ihr ganz doll aufpassen, dass ihr da dann die Maschen kleiner berechnet. Weil gerade wenn Gewicht drauf kommt, und das ist ja nun mal so in der Tasche, man tut ja immer was rein, dehnt sich Poly sehr, sehr stark aus. Deswegen nehme ich bei mir hier Baumwolle, das hatte ich euch ja ganz vergessen zu sagen. Das hier ist eine hundertprozentige Baumwolle, die Farbe 205 von der Partie 198. Und ausgegeben für die Nadelstärke 3 bis 4. Naja, mit meiner 3,5 liege ich ja da goldrichtig. Wir haben hier 50 Gramm auf 125 Meter. Und wie viel Wolle ihr benötigt, das hängt natürlich davon ab, wie groß euer Beutelchen werden soll. Also ich habe jetzt für mein Beutelchen, das ist jetzt schon ein paar Tage her, dass ich den fertig gemacht habe, ich glaube 3 oder 4 Knäuel gebraucht. Das war nicht viel.
So, ich habe jetzt auch nicht mitgezählt, weil das ist ja jetzt der zweite. So, wenn wir unsere Maschen aufgenommen haben, wir haben auf der oberen Nadel unsere Anfangsschlinge, sieht man ganz gut hier an dem Faden, von welcher Nadel aus der abgeht, die stricken wir als zweites ab. Wir ziehen jetzt die Nadel raus, wo unsere Anfangsschlinge dran ist. Die ziehen wir jetzt nach vorne weg. Achten aber hier hinten dabei drauf, dass das Seil eine Schlinge bildet. Und jetzt stricken wir, wie wir es kennen, die Nadel ab, wo nicht unsere Anfangsschlinge war. Stricken wir jetzt ganz einfach, gemütlich mit rechten Maschen ab. Ihr seht schon, die Maschen rutschen hier schon so ein bisschen nach vorne. Wer schon ein Möbius gestrickt hat, der hat da leichtes Déjà-vu. Weil bei Möbius ist das auch so, dass die Maschen so nach vorne rutschen und wir stricken aber immer nur die Masche ab, die uns hier nach vorne anschaut. Das ist am Anfang alles ein bisschen steif, weil man hat dann hier eine Schlinge und da eine Schlinge und überall eine Schlinge. Aber das, ja, es ist nur die ersten paar Maschen oder die ersten paar Reihen so oder Runden besser gesagt. Und das stricken wir dann ganz gemütlich rechts ab. Ups, da habe ich den Faden nicht ganz erwischt. Moment. Zack, geht nochmal raus. Und jetzt. Da. Wenn euch die Schlaufe hier hinten zu klein ist, könnt ihr hier auch nochmal kurz ziehen. Da wird es hier ein bisschen länger. Achtet aber dabei darauf, dass ihr hinten die Schlaufe nicht rauszieht. Und jetzt stricken wir uns da ganz, ganz gemütlich durch. So sieht das Ganze jetzt auf der anderen Nadel aus. So, ich stricke die Nadel mal schnell zu Ende und wir sehen uns dann gleich wieder für die andere Seite. So, die letzte Masche. Zack, abgestrickt. So, jetzt wird die Schlaufe hier hinten interessant. Diese. Also hier haben wir jetzt gerade unsere ganzen Maschen drauf gestrickt und da haben wir ja hier hinten unsere Schlaufe, die jetzt die ganze Zeit so ein bisschen steif war. An der ziehen wir jetzt und befördern damit unsere Arbeitsnadel zurück ins Gestrick. Da seht ihr, die rutscht so langsam da rein und die befördern wir jetzt zurück ins Gestrick. Jetzt nehmen wir uns die Nadel, wo unsere Anfangsschlaufe war, ziehen uns die nach außen, haben jetzt unsere Nadel, ja hier, mit der wir eben gearbeitet haben, zurück im Gestrick und mit der Nadel, die jetzt die ganze Zeit sich ausruhen durfte, mit der stricken wir jetzt die Maschen ab. Achtung, die erste Masche ist unsere Anfangsschlaufe, hier die. Die ziehen wir von der Nadel und ziehen an unserem Anfangsfaden und öffnen diese Schlaufe und schön stimmt unsere Maschenanzahl wieder. Und ab jetzt können wir hier ganz gemütlich
die andere Nadel abstricken. Also ich nehme diesen Anschlag bei gestrickten Taschen, Beutelchen total gerne. Ist zwar wirklich am Anfang ein klein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ansonsten macht der wirklich jede Menge Spaß, weil man muss, ja, man spart sich jede Menge Nähen. Das bildet dann jetzt auch gleich unseren Taschenboden. Wem das Netzgitter, was ihr gleich seht, noch zu groß ist, kann die erste Reihe auch mit einer kleineren Nadel machen. Dann ist das Ganze ein bisschen enger. Weil durch die Schlaufenbildung haben wir hier unten natürlich immer ein kleines bisschen Spiel. Und damit so ein minimales Netzgitter. Aber gerade wer Kinder hat, wird dieses Netzgitter lieben lernen, wenn es heißt, Mama, geh mal mit uns in die Sandkiste. Und man das ganze Sandspielzeug dann in diese Beutelchen tut und der Sand bis nach Hause rausrieseln kann. Ja, da kommt die Mama in mir wieder durch. Soll ja praktisch sein. Na komm hier. Du bist nur abgerutscht, du warst nicht gestrickt. So, jetzt halt. Ideale Zeit, um jetzt nochmal nachzuzählen, dass man seine Maschen hat. Wenn nicht, kann man jetzt immer nochmal schnell eine verdoppeln. So, ich stricke mal schnell die Nadel ab und wir sehen uns dann gleich wieder. So, wenn wir Nadel Nummer 2 abgestrickt haben, machen wir genau den gleichen Trick. Wir ziehen wieder an unserer Schlaufe. Haltet am besten hier oben die Nadel, wo eure Maschen sind, gut fest. Und dann ziehen wir die Schlaufe, sodass die Nadel sich bewegt, wo keine Maschen mehr drauf sind. Schubsen die wieder zurück. Zack, rein damit. Und ziehen uns die wieder raus, wo die ganze Zeit die Maschen lagen. Da müsst ihr wirklich ganz genau schauen, sonst zieht ihr euch aus Versehen die Nadel raus, die wir eigentlich gerade gar nicht wollen. Ja, und dann stricken wir uns das Ganze wieder ab. Wie ihr seht, die zweite Nadel geht dann jetzt schon schöner. Und einfach mit rechten Maschen ganz gemütlich durch. Da einfach so schön gemütlich durchstricken. So, letzte Masche abgestrickt. Ich halte wieder meine Nadel fest, wo wir gerade drauf gestrickt haben und ziehe hier hinten an der Schlaufe und lasse dann wieder die Nadel in die Arbeit rutschen oder ich schiebe sie jetzt einfach da ganz frech rein, zack, drin ist er und schnapp mir die andere Nadel nach vorne weg. Und so geht das immer weiter und ihr seht dann, dass der Abstand sich hier in der Mitte stückchenweise vergrößert.
So, meine Süßen, ich mache das Ganze mal schnell immer so weiter, bis ich dann meinen Abstand habe, dass ich das Ganze dann in der Runde stricken kann. Dass wir nicht mehr wechseln müssen, sondern dann geht's ganz gemütlich in Runden. Aber das merkt ihr dann schon, mit ein bisschen Übung merkt ihr dann schon, wann der Zeitpunkt gekommen ist, dass ihr das Ganze zur Runde schließen könnt. Und für alle anderen messe ich gleich meine Zentimeter, die ich hier im Wechsel jetzt gestrickt habe, bis dann die Runde vollendet ist. Also, dass wir dann ganz gemütlich zur Runde schließen können. So, meine Lieben, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich mit Spannung im Gestrick das Ganze dann jetzt in Runden stricken kann. Aber die Spannung geht dann natürlich auch wieder raus. Wer das nicht mag mit Spannung im Gestrick, macht einfach nochmal ein paar Nadeln mehr. So, von der Mittellinie aus gemessen bin ich jetzt bei 4 cm. Bei 5 cm ungefähr hat man keine Spannung mehr im Gestrick, wenn man das Ganze dann zur Runde schließt. Und ansonsten zieht er einfach hier hinten dann das Kabel nicht mehr raus und habt das Ganze schon im Prinzip geschlossen. Und wenn wir es aufeinander legen, sehen wir auch schon, dass sich hier schon wunderbar die Ecke abzeichnet. Ja, dass wir hier gerade so Wellprobleme haben, das ist durch die Spannung im Gestrick. Das ist natürlich jetzt alles ein wenig gedehnt. Aber wir sehen hier schon wunderbar, wie sich die Ecke abzeichnet. Und das macht es natürlich hier vorne bei den Nadeln auch. Und jetzt geht's frisch fröhlich in Runden weiter. Also wer das jetzt so nicht auf Spannung haben möchte, macht bitte wirklich auf 5, besser 6 cm. Dann ist das Ganze nämlich schon mit ein bisschen mehr Spiel und mehr zur Rundung. So, ich stricke mich jetzt mal hier durch. Stricke mich auf meine Wunschhöhe. Ihr bitte auch. Bei eurer Wunschhöhe bedenkt bitte plus eine gute 5 cm, weil wir sind jetzt ungefähr von unserem Beutelchen auf diesem Punkt. Ungefähr hier. Jetzt stricken wir uns hier schön in Runden nach oben, bis wir unsere Höhe erreicht haben. Und dann brauchen wir nochmal dieses Stück hier extra. Ja, das ist nämlich auch glatt gestrickt. Ich habe das nur so ein bisschen angeheftet, deswegen können wir hier noch mal reinschauen. Das ist alles ganz glatt durchgestrickt auf Höhe, also auf meine Wunschhöhe, plus unsere 5 cm. Ihr könnt auch mehr machen. Also ich habe jetzt hier meine 5 cm gemacht. Ihr könnt aber selbstverständlich auch mehr machen. Kommt halt drauf an, wie groß ihr diesen Rand haben wollt, aber ich fand 5 cm eigentlich schon ganz hübsch. So, meine Süßen, wir sehen uns dann wieder, wenn ich auf Höhe bin und dann geht's weiter. So, meine Lieben, das erste Knäuel ist verstrickt. Jetzt wollte ich euch das Ganze mal nochmal zeigen. Jetzt kann man schon wesentlich mehr erkennen. Das Lustige ist, ihr wisst ja, ich habe ja die Maschen aufgenommen, ohne zu zählen. Und wollte den hier eigentlich kleiner machen als den hier. Beim Wollte ist es geblieben. Der sind ja 83 Maschen pro Nadel. Und der kleine Schatz hier sind 87 Maschen pro Nadel. Also der wird nur mal ein kleines bisschen größer. Gut, dann wollte ich halt einen anderen kleiner machen. Ist ja Ansichtssache. So, bei 87 Maschen pro Nadel. Also ich habe insgesamt... Ja, ich weiß, ihr hasst das immer, wenn ich vom Mikro weggehe. Da muss ich mich auch mal noch dran gewöhnen. 174 Maschen in der Runde. Die 174 durch 2 heißt 87 pro Nadel. Und ich habe... ...39 cm in der Breite. Und der kleine Schatz waren ja... Der Unterschied wird jetzt gleich ganz interessant.
Na, doch wohl, so viel ist es nicht. Nur 38, wenn man es gerade hinlegt, Moment. Ja, so 38, 2. Also viel ist es nicht. Kann sein, dass der hier sich dann noch mal anders misst, wenn er weiter oben ist, weil hier ist jetzt ja auch noch ganz schön Festigkeit durch die Nadeln drauf. So, auf der Höhe bin ich mit einem Knäuel jetzt bei, schauen wir mal, 13 cm. Na, da kann man ja ungefähr ausrechnen, wie viel Knäuel man braucht. Also mit dem Schatz wäre ich bei 26 cm. So, hier habe ich mal noch welche geholt. Den tun wir uns auf jeden Fall schon mal zur Seite für die Henkel, weil bei dem Beutelchen werde ich die Henkel jetzt mal stricken. Da haben wir einen mit Leder und einen mit gestrickten Henkeln. Also das muss zur Seite. So, wenn ich jetzt die hier alle rechne und würde die jetzt alle nach oben stricken, hätte ich 52 cm. Minus 5 cm, was wir ja gesagt hatten, wären 47 cm Gesamthöhe. Ich glaube, das wäre mir zu hoch. Müssen wir mal kurz gucken. Na, wir hatten jetzt, wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Wir haben jetzt das gemessen, das erste Stück. Das habe ich jetzt einfach mal 4 gerechnet. Weil 1, 2, 3, 4. Und dann die 5 cm, über die wir gesprochen hatten, zum Umnähen wieder abgezogen. Müsst ihr nicht machen, könnt ihr machen. So, ich hatte jetzt hier 33. Ja, da hebe ich mir noch mal ein Knäuel auf. Ich verstricke die zwei noch. Bin ich dann auf, wenn man falsch tippt, Moment. 13 mal 3 macht 39. Minus die 5 cm macht 34. Das heißt, der wäre dann genauso groß und ein ganz kleines Stück breiter. Ja, das reicht mir auch. Also die zwei verstricke ich jetzt noch rein und dann kriege ich zum Schluss wieder die Höhe raus. Aber jetzt wisst ihr zum Beispiel auch, wie ihr das dann rechnen könnt, wie viel Knäuel ihr euch zur Seite legen müsst. Also einmal tue ich mir zur Seite. Da weiß ich auch schon, was ich mit dem mache. Das führt für die Henkelchen. Und die zwei Schatzis, die stricke ich jetzt hier noch rein. Und dann haben wir den schlimmsten Teil schon geschafft. Ne, ist doch super. So, ich stricke hier mal weiter. Verstricke die zwei Schatzis. So, meine Lieben, ja, ihr seht hier schon neue Henkelchen. Und zwar, ich wollte ja eigentlich mit euch die Henkelchen stricken. Mache ich jetzt aber nicht, weil es hat sich schon ein Abnehmer für den Beutel gefunden. Und da möchte ich dann auch gerne Lederhenkelchen dazu geben. Wer die Henkelchen stricken möchte, 20 Maschen anschlagen und bitte glatt rechts stricken, so lang wie ihr den Henkel haben wollt. Bedenkt bitte, ihr braucht hier Ecke und hier eine Ecke zum Festnähen. Und dann müsst ihr schauen, wie lange ihr es haben wollt. Also meine hier sind jetzt, damit ihr mal Maße habt, Moment, von Festnähecke zu Festnähecke, Rundungen zu messen ist immer super, 40 cm. So, auf jeden Fall, wenn ihr die 20 Maschen habt und strickt die euch glatt rechts hoch, dann in der Mitte halbieren und fixieren, also festmachen. Oder ihr nehmt es auf die Strumpfstricknadel und strickt es gleich in Runden, dann spart ihr euch das Vernähen und das Wenden. Ansonsten habe ich bis jetzt meine drei Knäuel drin und die kleine Änderung sind halt jetzt die Griffe, weil als kleines Geschenk möchte ich es dann doch lieber so haben. So, ihr seht, ich habe hier alles schon gesichert. Jetzt wollen wir das Ganze aber erstmal abketteln. Ich habe jetzt vom dritten Knäuel nur so ein bisschen übrig. Man könnte es noch ein bisschen weiter rausreizen, traue ich mich aber nicht. So, jetzt heißt es abketteln. Wir machen das mit Überzug. Das heißt, wir stricken eine rechts, stricken die zweite rechts. Aber jetzt ganz locker. Strickt jetzt bitte wirklich ganz, ganz locker. Wer das nicht locker hinbekommt, wechselt bitte die Arbeitsnadel, das heißt diese hier, auf eine Nummer größer. So, dann nehmen wir die erste Masche, die wir gestrickt haben, und heben die ganz sanft über die zweite. Wir stricken wieder eine und heben wieder die zweite,
Also die erste über die zweite. Wir stricken wieder eine und heben die erste über die zweite. Stricken, heben, stricken. Wie ihr seht, ich gehe mit meiner Nadel von vorne in die Masche rein zum Heben und ziehe sie dann ganz sanft über die Spitze. Macht das hier wirklich ganz, ganz locker. Wer das hier dann, weil das wird hier auf dem Seil dann alles ein bisschen eng. Ihr seht ja, wir haben jetzt hier schon so eine schöne kleine Lücke. Der kann sich auch eine Hilfsnadel dazu nehmen. Lässt dann im Prinzip die Arbeitsnadel gehen. Nimmt die Hilfsnadel mit dazu und strickt eine ein und hebt drüber. Strickt hin und hebt drüber. Stricken. Heben. Und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben dann hier so wunderschöne Vs. So, und das mache ich jetzt einmal um meinen gesamten Beutel und dann sehen wir uns gleich wieder. Ach ja, halt, bevor ihr auflegt oder wegdrückt. Wenn ihr zu fest seid beim Drüberheben, seht ihr, dass diese Reihen, ihr seht ja hier unsere Maschenreihen, die ziehen sich dann in die Richtung. Solange die schön gerade sind, seid ihr wunderbar locker. Fangen die an, sich so rüber zu ziehen, seid ihr echt zu fest. Da könnt ihr euch auch wunderbar selber kontrollieren. So, jetzt habe ich noch ein bisschen gemacht. Wir schauen mal. Und es ist noch wunderbar gerade. Ist doch super. So, ich mache das jetzt einmal drumherum und wir sehen uns dann gleich wieder. Oh, meine Süßen, da nehme ich euch jetzt gerade wieder mit, weil jetzt kommen die letzten beiden Maschen und die stricke ich immer zusammen rechts ab. Das heißt, ich gehe dann durch Masche 1 und durch Masche 2 gleichzeitig durch, hole mir den Faden durch und hebe einmal drüber. Das gibt einfach einen schöneren Abschluss. So, damit sind unsere Stricknadeln befreit. Wir machen uns ein langes Stück Faden ab. Wer mag, kann sich natürlich jetzt noch so Stecknadeln dazu nehmen. Und jetzt schlagen wir unsere 5 cm um. Achtet bitte darauf, unser Rand dreht, also wälzt sich ein bisschen, wälzt sich ein bisschen, dass das schön gerade liegt. Da. Da müssen wir jetzt mal ein kleines bisschen Geduld mitbringen, aber nicht viel. Und dann könnt ihr das jetzt hier so feststecken. Wer mag, einfach Stecknadeln geschnappt. Sind das jetzt 5 cm? Schauen wir mal. Na, fast. Ist auch in Ordnung. Wie ihr seht, ich bin da nicht ganz so genau. So, und dann stecken wir uns das hier so ein bisschen an, dass das Ganze einfach schön hält. Während wir dann gleich unsere Naht setzen. So mache ich das einmal drumherum. Dann kommt unser Faden zum Einsatz. Deswegen sollten wir den großzügig abschneiden. Und dann nähen wir uns unterhalb unserer Stecknadeln. Ich mache das einfach mit ein paar groben Stichen. Also ich mache das jetzt nicht exakt, sondern wirklich nur mit ein paar groben Stichen. Einfach einmal drumherum, so dass der Rand dann fixiert ist. Wenn wir mal das haben, sehen wir uns gleich wieder. Also. Umklappen, feststecken und mit ein paar groben Stichen fixieren. Wer mag, kann natürlich auch in die Naht mehr Zeit investieren und macht sie gleich ganz, ganz toll und wunderschön und bilderbuchmäßig. Oder wer eine Nähmaschine hat, hat es natürlich ein bisschen leichter. Der packt es einfach auf die Nähmaschine und näht sich einmal drumherum. Wer die Stichobmöglichkeit zur Auswahl hat, dem würde ich Zackenstich empfehlen. Das sieht hier wirklich noch mit am besten aus. Wenn es geht, dann mit einem weißen Kontrastfaden.
dann habt ihr das farblich so richtig schön abgesetzt. Und das kommt natürlich dann optisch richtig toll. Und für alle anderen, macht's wie ich, näht's mit der Hand. So, meine Süßen, wenn wir das einmal drumherum genäht haben, können wir alle Fäden vernähen. Das habe ich hier gerade bei mir schon gemacht. Und dann liegt unser Beutelchen so vor uns. Jetzt kommt die Wahl der Qual. Wo packen wir unsere Henkelchen dran? Das ist immer die schwierigste Frage, finde ich. Weil mal ist es zu weit, mal ist es zu nah. Wo ist die ideale Länge? Und das ist bei jedem unterschiedlich. Also, manche finden es ganz toll, wenn die Henkelchen so sind. Andere mögen es eher so. Das ist ganz unterschiedlich. Und diese Entscheidung kann ich euch auch nicht abnehmen. Die müsst ihr wirklich selber treffen. Ich brauche jetzt die dünne Nadel. Die da. Und zwar brauchen wir jetzt eine Nadel, wenn ihr auch diese Lederbändchen habt, wo dann die Nadel durch diese vorgestanzten Löcher passen. Und da ich das ja schon mal gemacht habe, weiß ich natürlich, welche Nadel ich da benutzen muss. So, und jetzt gucken wir mal. Wollen wir das so? Ja, wir wollen das so. Das gefällt mir. So, wir legen dann einfach an und gehen dann mit unserer Nadel von hinten durch, suchen uns das erste Loch. Da. Und dann geht es einmal durch. Dann wieder von vorn nach hinten ins nächste hinein. Und dann suchen wir uns das dritte Loch. Entschuldigt, wenn ihr es gerade scheppern hört, das ist die Heizung. Irgendein lieber Nachbar macht gerade irgendwas an seinem Heizkörper und dann geht das einmal quer durchs ganze Haus. Ihr kennt das ja selber. So, beim Fädenvernähen habe ich euch jetzt mal nicht mitgenommen, weil unter uns war wieder mal Ballett. Und das wollte ich nicht, dass ihr euch das antun müsst. So, und die andere Seite. Na, die Löcherchen zu finden ist nicht immer ganz einfach, aber machbar. Und so nähen wir uns beide Seiten an. Das heißt einmal hier und einmal auf der anderen Seite. Und dann ist unser Beutelchen auch schon fertig. Was ich noch einwerfen wollte, damit das Ganze richtig hübsch wird, gehe ich dann immer noch einmal zurück. Das heißt, ich habe jetzt so die Naht, aber das gefällt mir so nicht richtig. Deswegen gehe ich dann immer noch einmal mit meinem Faden zurück und schließe diese Zwischenräume. Das müsst ihr nicht machen, das könnt ihr machen. Nur ich finde das per se, ehrlich gesagt, schöner als das. Deswegen gehe ich hier dann nochmal drumrum. Und nehme mich dann an dem Henkel wieder zurück. Muss man aber, wie gesagt, ein bisschen Geduld haben, dass man die Löcherchen findet. Wie jetzt zum Beispiel finde ich es gerade gar nicht. So, jetzt gucke ich mal, meine Nadel ist hier und das Löchlein ist da. Und dann gehen wir so rein. So. Ja, man kann immer ein bisschen an der Seite noch lang schummeln. Oder lang schauen,
Und dann sieht man, wo sein Faden lang geht und dem kann man dann einfach folgen. Hier, wenn wir jetzt mal hier so schauen, hier sehen wir die Einstichstellen. Ich weiß nicht, seht ihr das? Na, so ein bisschen. Und da kann man dann immer mal noch gucken, wo das war und hoffen, dass man trifft. Aber ich finde das halt so hübscher. Und auf der anderen Seite, dann hat man eine doppelte Naht, weil auf den Henkeln liegt ja sowieso das meiste Gewicht. So, jetzt zeige ich es euch nochmal schnell, bevor der Nachbar wieder bohrt. So sieht das Ganze jetzt aus. Und ich finde das eigentlich ganz hübsch. So, und jetzt auf die andere Seite. So, meine Lieben, und bevor die bei mir im Haus weiter freidrehen, zeige ich euch mal schnell unseren tollen Bordel mit seinen Henkeln. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde den richtig edel mit diesen Lederhenkeln. Also ich denke mir, so kann man den sogar auch in der Boutique kaufen. Also damit sind wir modisch, schick und richtig toll. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video, bei dieser kleinen Anleitung mit eurem Silvesterbeutel. Und ich finde, die Farben passen einfach wunderbar. Guck mal, wie schön das hier so verläuft und dann hier. Ach, ich liebe den. Ganz, ganz ehrlich, ich liebe den. Ja, der geht jetzt an jemand anders und dieser kleine Schatz ein wenig länger. Den wollte ich aber auch ein bisschen länger haben. Die Dame, für den der hier ist, die wollte ihn ein bisschen kürzer. Ich wollte meine ein bisschen länger. Ich brauche ja auch ein bisschen mehr Platz mit 7 Mann. Und hier haben wir eher so edle Handtaschengröße. Habt ihr ja schon gesehen, dass der jetzt nicht so groß ist wie der. Also ich meine, so ein Stück fehlt. Das sind bestimmt, naja, gute 10 cm fehlen ungefähr zu meinem. Aber das sind ja auch weniger Personen als das. Und die Dame wollte lieber Handtaschengröße, deswegen gibt es Handtaschengröße. So, hier habe ich es jetzt übrigens mal so gemacht, dass ich das so habe und hier mit dem Zurückgenähten. Aber ich finde das mit dem Zurückgenähten einfach schöner, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich denke mal, ich setze mir hier auch noch die zweite Naht, dass ich das dann genauso habe. So, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben, dann würde ich mich mega drüber freuen. Und wer noch nicht hat, einmal bitte abonnieren, kostet nichts und hilft dem Kanal, würde mich mega freuen. Ich mache jetzt ein freundliches Winke-Winke in die Runde und bis zum nächsten Video.